Hallo und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Pardon. Da bin ich wieder. Ja, was machen wir? Wir werden Getreide ernten. Hallo? Ah. 10 Stück brauchten wir ja für dieses Sammelding, ne? Den Rest können wir verkaufen. Haben wir jetzt auch wieder schön Mais zum Ernten, ne? Wahrscheinlich sollten wir uns aufs Mais konzentrieren, weil ich hoffe, dass der Mais nämlich übertragbar ist in den Herbst, dass der uns nicht eingeht. Wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache, weil dann haben wir mal richtig krassen Ertrag. Gerade im Herbst, da muss man nur mal gucken, wie viel der wert ist beim Verkaufen, der Mais. Ansonsten, an sich bringt der Mais echt viel, denke ich. So an sich, wenn man mal so überlegt. So, Silo ist da. Silo ist da, sprich, wir werden unser erstes Gras jetzt machen. Ah, geil, wir kriegen Heu. Pro ein so ein Grasfeld kriege ich was? Gar nichts. Das heißt, ich muss hier wirklich... Ja, man kriegt nicht bei jedem was. Aber wir holen uns hier mal so ein bisschen Heu. Wir werden hier nicht alles wegkloppen, das ist klar. Aber so ein bisschen. Wir brauchen ja halt auch Heu. Okay, jetzt kriegen die Hühner nämlich was. Wie sieht denn da überhaupt unser Silo aus? Ja, muss ich ja auch nochmal gucken. Macht es denn was her? Das sieht doch ganz geil aus. Wäre schlimmer, wenn wir es weiter nach vorne hingebaut hätten. So passt es eigentlich. Finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Ist halt nur doof, dass es halt jetzt hier so ausblendet, aber ey, mein Gott. Gibt Schlimmeres. So, Heu. Verkaufen, ne? Und zwar das und das. Dann das, das und das. Das andere hebe ich mal mit Absicht auf. Oder nee, warte mal, das können wir splitten. 10 Stück brauchten die. So, der Rest kann verkauft werden. Und jetzt habe ich jetzt nicht mein ganzes Gras verkauft, oder? Das ist jetzt im Silo gelandet. Hau mal ab hier. So. Wir müssen da Gras anpflanzen, weil dann können die das nämlich essen. Aber das sind so Sachen, da muss man erstmal drauf kommen, ja? Woher soll man das denn wissen? So, wenn man... Wenn man jetzt kein YouTube hätte, ja? Und keine geilen, fleißigen Abonnenten oder einen Abonnent, den mir geschrieben hätte. Oder so ein paar Tipps gegeben hätte. Also ganz ehrlich, woher soll man das wissen? Ja, also ich würde da nicht drauf kommen, ganz ehrlich. So, ich kaufe mir jetzt... Ach so, ist ja... Doch, ist schon 9. Ich kaufe mir jetzt hier noch ein bisschen Gras. Ich will ja jetzt noch ein bisschen was anpflanzen. Ist halt jetzt einfach so, weil ich habe keinen Bock, immer jedes Mal die... Viecher zu füttern. Ah, komm, es reicht. Es reicht erstmal. 8 Stück reicht. So, denn. Was will ich denn verbessern? Ey, yo, man. Let's look und so. Na, wir müssen mal gucken hier. Der alte Gärtner. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch Geoden? Da muss ich auch noch mal gucken, ob wir Geoden haben. Hallo. Yay, yeah, meine Kupferspitzhacke. So, was kostet die neue? Du erhältst Kupferspitzhacke. Geil, danke. Werkzeug verbessern. 5000. Alter, du Abzocker. Ja, ich überlege, ob ich die anderen noch machen soll, aber nee. Ich will erstmal die Spitzhacke machen. Das andere macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden darauf hinsparen, dass wir die Spitzhacke upgraden, ne? Das ist ja ganz klar. Dann haben wir nämlich eine Eisenspitzhacke und als nächstes würde dann ja Gold kommen und nach Gold, glaube ich, schon Iridium. Ey, du Skater, was geht denn ab, Alter? Sam versucht sich an einem Kickflip. Dann haben wir mal Kickflip.
Kickflip war doch, wenn man das Board um 180 Grad in der Luft dreht, ne? Also währenddessen man einen Ollie macht, macht man eine 180 Grad Wendung. Den konnte ich auch einmal oder zwei, dreimal habe ich ihn hinbekommen und dann haben nur noch verkackt. Und dann bin ich auch kein Skateboard mehr gefahren. Früher mit 14 bin ich mal Skateboard gefahren. Hat schon mega Laune gemacht, aber man hat auch immer, ich war immer so ein Profi und habe mich immer auf meine Schulter hingeballert. Und demnach habe ich natürlich auch ein paar Wehwehchen gehabt. Aber ey, war schon mega geil, so Skaten. Natürlich habe ich damals auch Baggies getragen, die total in waren. Das ist natürlich ganz klar. Gehört ja mit dazu. Und die Skaterschuhe. Ach doch. Also ich würde sagen, ich war schon damals so ein kleiner Skater. Aber nicht lange. Vielleicht so ein Jahr oder so. Und dann war die Zeit auch schon wieder vorbei. Aber die Zeit, die war cool. Hat Spaß gemacht. War aber immer auf dem Reichelparkplatz. Ja. Der war schon richtig groß, immer der Parkplatz. Und dann war da immer so ein bisschen, sind wir mal gefahren. Und da kam aber so der Bus. Der war direkt so an der, am Parkplatz. Und dann, ich und Kumpel sind dann immer so ganz cool so vor dem Bus dann noch gefahren und haben so krasse Tricks gemacht und so. Oh Mann, Alter. Nur damit man halt so gesehen wird, damals als 14-jähriger Typi so. Oh, ich habe meinen letzten Köder verbraucht. Oh, sehr schön. Ja, das war was, ey. Skaterzeit, ey. Ja. Ja, Olli und Kickflip. Mehr ging nicht. Und ein Manual, ne? Heißt der nicht so? Manual, wenn man auf dem Hinterrad fährt. Das habe ich auch noch hinbekommen. Aber naja. Oh, verarsch mich nicht. Frisch. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Konzentriere dich, konzentriere dich. Hammer. Komm, den Thunfisch will ich auch noch haben. Dann haben wir nämlich das ganze Set. Haben wir dann das Set komplett? Das weiß ich jetzt nicht. Haben wir das Set komplett, wenn ich das jetzt schaffe? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Eigentlich will ich ja noch mehr Pflanzen holen. Oh, okay, das war jetzt ja mega Verarschung. Nee, eigentlich will ich ja noch hier gerne Pflanzen zum Anbauen kaufen, aber wie ich schon gesagt, wir müssen Geld sparen. Wir müssen unbedingt Geld sparen. Ah, wir müssen uns noch so viel kaufen. Ah, das war ein bisschen zu spät. Aber ich will auch einen Thunfisch. Komm, Thunfisch. Thunfisch, come on. Ich weiß, du willst es doch auch. Du Thunfisch. Du willst es tun, mein Fisch. Der macht immer so Sprünge, ne? Ja, war klar. Immer so schnell, da kommt man gar nicht hinterher. Aber doch. Thunfisch, sehr geil. Alle mit einem Silberstern. Wäre eigentlich schade, die jetzt einfach nur zu opfern, aber wir müssen die opfern. Weil wir haben jetzt die Fische, also hauen wir sie jetzt hin. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch einen Ozeanfisch holen müssen. Wahrscheinlich fehlt uns noch einer, ne? Aber so gesehen haben wir dann schon mal drei. Ach, der wohnt da. Der Schönling. Okay. So, was gibt's denn hier? Forellenbarsch. Nö. Ich hab hier keinen Forellenbarsch. Hast du Pech, ja? Aber 300 Gold, ne? Wäre schon nicht verkehrt. Aber wir haben keine Zeit, uns um die zu kümmern. Na gut, hier kriegen wir nur Fasern. Wir haben eigentlich so viele Fasern, ich weiß auch gar nicht. Na gut, wahrscheinlich für Stoff oder so brauchen wir die Fasern. Ich nehme es einfach mit. Schaden kann es ja nicht. Aber wir kriegen ja auch noch ein bisschen gemischte Saat. Und hier an dem Busch passiert irgendwann auch noch was. Da gibt es irgendwann ein Event, habe ich rausgefunden. Am 9, nee, am 28. im Herbst um 19 Uhr? 12 Uhr? 10 Uhr abends? Ich weiß, nee, ich glaube 19 Uhr oder 12 Uhr. Da kriegt man dann irgendwas Wunderschönes, kriegt man dann. So, Ozeanfische. So, wir haben hier den Thunfisch, dann haben wir hier den roten Fisch. Also ist der nicht toll, dann halt nicht. Und den hier haben wir.
So. Krass, wir haben noch keinen Flussfisch, ey. Echt? Wir sind immer so schlecht im Fischen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Ja gut, dann bauen wir hier mal ein bisschen Gras an. Und machen unser Hühnergehege mal ein wenig größer. Wo ist denn unsere Spitzhacke? Da. Ich habe gerade nach was Silbernes geguckt, ja. Und jetzt war die auf einmal so braun. Das war total merkwürdig. Ja, jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen krasser. Um eine Stufe ist jetzt unsere Stärke, sage ich mal, beim Steine kaputt machen gestiegen. Und somit brauchen wir jetzt einen Schlag weniger bei Eisenerz zum Beispiel oder bei Kupfer, was auch immer. Ich möchte es aber, wie gesagt, noch gerne ein bisschen höher ausbauen. Das wäre schon schön. So, brauche jetzt hier natürlich auch noch mal ein bisschen. Ne, hier nicht. Hier drinnen. Die Steindinger. Genau, bleibt mal drinnen. Denn Maestro muss jetzt bauen. Aber ich muss den Weg hier noch entfernen wahrscheinlich. Gucken, wie groß ich das Ganze mache. Kann ich ja eigentlich hier so schön groß hinziehen. Ja. Guck mal, wie schön das ist hier. Ne, das ist jetzt nicht schön. Das müssen wir jetzt bearbeiten. Ach, guck mal, eigentlich können wir hier auch noch zumachen. Da ist jetzt zu. Und dann machen wir hier einfach auch noch zu. Dann ist der Hund mit drin bei den Hühnern. So, ist doch geil. Freut sich der Hund. So, können wieder rauskommen. Wie baue ich da mal? Ach was. Guck mal, wie krass schnell es wächst. Packe ich hier mal auch ein bisschen hin. So, das wird sich dann ja irgendwie verbreiten, hoffe ich. Das wäre geil. Haben wir eine schön dicke Wiese und müssen die Viecher nicht mehr füttern. Das wäre schon mal eine coole Sache. So, behalte ich den Fisch? Behalte ich den Fisch oder verkaufe ich ihn? Ich werde ihn erstmal behalten. Was soll ich jetzt hier machen? Genau, den Fisch reinballern. Seetank ist ja auch eine Nahrung. Und dann kommt das hier wieder hin. Braucht man den Weg? Nö. Weg brauchen wir erstmal nicht. Hier haben wir noch eine Saat, die werde ich noch platzieren. Und dann werden wir ins Bett hüppern. Ich kann mir ja schon mal Eisen mitnehmen. Wo ist unser Eisen? Da ist unser Eisen. Und das hier. Ja, Hund. Alles gut. So. Kommst du, Ben? Nacht. Mal gucken, was war so an Aschekrieg. Oh, das Spiel ist schon schön. Man kann echt nicht aufhören. Aber wir kriegen zu wenig. Verdammt. Wir haben keine. Oh, wir haben keine 5000. Verdammt. 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 Warum habe ich mir so viel Gras gekauft? Das war der Grund, warum wir jetzt nicht genug Geld haben. Vielleicht können wir jetzt noch was bei dem Typi kaufen, verkaufen. Guck mal, hier haben wir ja bisschen Hopfen. Ein bisschen Mais, aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Und hier haben wir noch Ahornsirup. Okay, wir können auch ein bisschen Mayonnaise verkaufen, aber das kriegen wir dann auch erst wieder am Ende des Tages. Also noch einen Tag länger warten auf unsere schöne Spitzhacke. Ah, dann gießt doch nicht 100 mal dieselbe Sache. So, verscheuchen wir wieder ein paar Creme.
17 Krähen. Okay. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald, Willy. Hallo Robert, ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Sieht so aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles Liebe, Mama. Nochmal Post. Robert, ich sammle Daten zu der Korrelation zwischen Erdbodenalkalinität und Nutzpflanzenfruktosewerten. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Nein. Wir haben nämlich nur eine goldene Melone und die spare ich. Kannst vergessen, dass du die kriegst. Ich weiß, wir hätten ihn nicht geben können, aber ich will ihn nicht geben. So, habt ihr denn schon Eier produziert? Ihr habt keine Eier produziert. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, dann rede ich nochmal mit euch. Ja, das ist schade, dass ihr keine Eier produziert habt. Was ist denn das hier eigentlich? Ich überlege, ich habe nämlich in meinem privaten Spielstand auch, glaube ich, einen Obstbaum oder sowas hingebaut. Jetzt bin ich am Überlegen, ist es ein Obstbaum? Keine Ahnung. Oh, das ist immer so verwirrend, wenn man zwei Spielstände spielt. Ich glaube, das sollte ich sein lassen, aber dann kann ich kein Stardew Valley zocken. Auf der Couch oder so. Da muss ich immer hier zocken. Und das will ich ja nicht. Ich will ja auch mal privat zocken. Aber ihr merkt, dann gibt es schon wieder Probleme mit dem Bequaseln. Aber zu Holz. Das ist das geringste Problem. So, wir botten jetzt schnell hier zum Laden und müssen irgendwas schnell verkaufen, dass wir an unsere Kohle rankommen. Was kann man denn verkaufen? Hier, den Fisch kann man verkaufen. Vielleicht kann man die Bären hier noch irgendwie verkaufen. Aber mehr haben wir eigentlich nicht zum Verkaufen. Haben wir hier noch irgendwas zu verkaufen? Wir haben nichts zum Verkaufen. Fledermausflügel. Und da können wir ein paar verkaufen. Vielleicht werden die ja gerne genommen. Haben wir hier noch ein paar Korallen. Warum habe ich denn so viel Mist? Das können wir alles verkaufen. Die Krabben nicht. Guck mal, den Seetank. Wenn wir den da drin haben, dann können wir den auch hier... Achso, na klar. Na klar, haben wir keinen Platz mehr. Na klar. So, ich überlege gerade nur mit dem Ahornsirup. Da gehen wir zu den Waldgeistern. Ich glaube, die hatten noch so einen Slot dafür frei. Und wenn da alles voll ist, dann können wir die ab heute, wollte ich gerade sagen. Nee, ab dann kann man die dann immer verkaufen. So, Fische nicht. Hier war das, ne? Hier war doch Küche. Küche war hier. Habe ich jetzt natürlich nicht bei. Das Getreide. Aber wo ist denn jetzt hier das Zeug hier, was ich hatte? Die will es gar nicht haben. Die alte Spalte. Auch nix, auch nix, auch nix, auch nix, auch nix. Ich muss hier mal 100 mal gucken, wa? Also, das ist immer so verwirrend. Das ist so viel Information für meinen Kopf. So, hier haben wir auch alles. Okay, dann können wir ab jetzt eigentlich immer den Sirup verkaufen. Es sei denn, man... Klar, man kann den Sirup jetzt noch für Essen gebrauchen und so. Aber das wird so leicht erstmal nicht passieren. Weil wir keine 10.000 Gold zusammenkriegen für unsere Küche, für unser Haus, ne?
Das, liebe Leute, ist das Problem. Also kann ich den Sirup auch verkaufen. Warum laufe ich jetzt schon wieder hier lang? Ich wollte doch eigentlich zum Laden die Sachen verkaufen. Oh, dieses Spiel ist so furchtbar, ja. Man nimmt sich einfach irgendwas vor, macht es aber nicht. Dann macht man eh wieder was anderes. Das Spiel ist herrlich. Ja, genau. Angeln ist aber nicht herrlich. Warum schmeißt die Kacke weg? Brauchen wir nicht. Macht eh keinen Sinn zu angeln mit dem vollen Inventar. Ey, Alter, dein Zaun ist kaputt. Ich würde ihn dir ja reparieren, beziehungsweise dir Holz geben, aber das musst du dann kaufen. Guck mal, hier ist auch Doc. Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Alles kaputt. Guck mal, der will gar nicht alles haben von uns. Dann müssen wir nochmal zum Fischer gehen. Da auch nochmal verkaufen. Oh, das bringt aber... Bringt schön viel Geld ein. Bringt schön viel Geld ein. Ich überlege gerade. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, was der hier hat. Melone, Tomate, Blaubeere, Peperoni, Weizen, Weizen, Weizen. Baue ich nochmal Weizen an? Ja, komm, wir brauchen Weizen. In 4 Tagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Haben wir nochmal 10, nee, 11 Weizen haben wir. Sehr schön. Geben wir wenigstens noch mal ein bisschen Geld. Ich glaube, pro Weizen haben wir 34 oder 38 bekommen. Das heißt, wir machen so Gewinn das Zweifache mehr. Haben wir raus. Natürlich das Dreifache, wenn man es in der Zahl sieht, aber mit den Kosten abgezogen und so. Guck mal, hier haben wir noch mal ein paar Korallen, die können wir da auch noch mal verkaufen. Und ein Segel. Na Mensch, das ist doch schön. Die ist doch schön. Kann man hier rein? Nö, also aus. Sah so aus. Und dann können wir eigentlich auch noch mal schön angeln. Gucken, was wir hier kriegen. Ah, diese krasse Angel will ich aber auch haben, diese Luxusangel. Oh nein. Ich glaube, damit ist das Angeln viel leichter. Wir müssen auf jeden Fall unsere Angeleffektivität steigern. Buntbarsch. Wow. Buntbarsch. Sehr schön. Geht nicht kaputt. Die ist so schade. So, dann verkaufen wir mal. Vielleicht reicht es. Ja, noch für die Angel. Ach, wo ist denn jetzt der alte Typ schon wieder hin? Das feiere ich immer, ja. Öffnungszeiten, der Laden hat eine Öffnungszeit, ja, und die Leute stehen einfach nicht da und kaufen. Was ist das hier eigentlich? Als ob das Teleporter sind, aber das können keine Teleporter sein, weil die Loren ja die Teleporter sind. Fragen über Fragen. Und die wir erstmal noch nicht beantworten können. Komm, Öli, lauf mal. Lauf mal zu deinem Laden, ich will noch Sachen an dir verkaufen. Ey, Alter, wir müssen uns voll beeilen. Ich hätte jetzt voll den Schmied vergessen. Wir haben nur noch 1 Stunde Zeit, aber das schaffen wir ja bis dahin. Krass, hast du vergessen, ey. Nee, nee, nee. Wir müssen hier noch schön upgraden, unsere Spitzhacke. Werkzeug verbessern. This one. Danke, ich fange damit an, sobald wie möglich. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ich nehme dich an bei einem Wort. In ein paar Tagen sind für mich in 2 Tagen. Wir haben nur noch 8 Geldmünzen. Mal gucken, ob... Ach, Willy kann das nicht ändern. Der steht hier und angelt. Gut an. Ich klaue dir jetzt alle Fische. Ich angel dir jetzt alles weg. Oh ja, andersrum. Ich glaube, der Typ rastet eh aus. Oh, das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Woran ich das merke.
in der Bewegung. Hechte hatte ich schon ein paar Mal. Und die sind echt kacke. Aber um es euch zu beweisen, dass es ein Hecht ist, will ich ihn jetzt eigentlich haben. Mann, aber der ist schon wieder so kacke. Ihr seht ja selber. Guck diesen Fisch an, ey. Der verarscht mich. Nach Strich und Fahren. Komm, Alter. Kaum habe ich ihn fast voll, sinkt er wieder ganz nach unten und ich muss wieder von vorne anfangen. Das gibt's nicht. Komm, Alter. Hab doch ein Herz für Kinder, Mann. Du hässlicher Fisch, ey. Guck mal, ich habe ihn schon wieder fast verloren. Alles umsonst. Du verdammtes Ding, du, Alter. Man steckt so viel Zeit rein, so viel Energie. Für nix und wieder nix, ey. Ich hasse Fischen. Ich hasse es. Und ja, ich weiß, ich sollte mir vielleicht die neue Angel holen, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. So. Aber das. Ja, verdammt. Nicht schön. Angeln, ey. Und das war eine Hecht, 100 Pro. 100 Pro war das ein blöder Hecht, ey. So. Weg, weg. Komm. Gibt's nicht. So, wo machen wir das hin? Getreide. Machen wir einen hier hin, dann muss ich schon einen nicht gießen. Hallo? So. So, ich überlege gerade, wann ich den Part aufgenommen habe. Ey, ich sag euch, ey, das ist eine Sache, ey. Ich werde es nie lernen. Ich werde es nicht lernen. Hühner, wo sind meine Eier? Achso, hab da nicht gemacht. Na klar. Morgen dann. Also gehe ich nochmal ins Bett. Ich gehe ins Betty. Ja, müssen. Jetzt gieße ich die Truhe. Wir müssen hier auch bald. Ach komm. Das kann ich ja alles verkaufen. Klar, ich wollte es erstmal behalten. Aber eigentlich können wir es verkaufen. Vielleicht können wir es ja noch gebrauchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir warten erstmal noch damit. Ansonsten könnte das uns ein schönes Sümmchen an Gold einbringen. So, dann schauen wir mal. Oh, was ist denn da los? Eisenzaun, Gießkanneffektivität, Hackeneffektivität, Einmachgefäß, so, und Hydrogel. Das Einmachgefäß hatte ich auch schon gehabt. Da habe ich mir sogar schon ein wenig Zeug gemacht mit. So eine Marmelade und so. Man kann mit dem Einmachgefäß, wenn man Gemüse reinmacht, eingelegtes Gemüse rausholen, soweit ich weiß, so wie saure Gurken oder so ein Zeug. Und wenn man Früchte reinmacht, so wie Marmelade, kann man auch rausholen. Marmelade. So, ich mache einfach nochmal den einen Tag, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es da so aussieht. Von der Zeit her. Ich mache einfach den Tag und dann ist gut. So, ihr Maispflanzen, ihr könnt auch mal wieder Mais produzieren. Da wäre ich voll der Fan von. Wirklich, das würde ich wirklich sehr begrüßen. Hier unten ist auch noch nichts fertig. Mein Sirup-Zeug. Es dauert ja aber mega lange, ne? Das ist ein Sirup, vielleicht soll ich da einfach mehr dranhängen. Soll die Möglichkeit haben, öfters mal so ein Sirup-Zeug zu bekommen. So, wo sind meine Eier? Pünktlich auf dem Tisch. Dankeschön. So, jetzt machen wir mal den Test. Ich fütter die Hühner nicht. Sag allen nur mal kurz Hallo. Ah, guck mal, Gras ist auch weg, ne?
Die fressen das Gras halt auch wirklich weg. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir da mehr Gras hinpflanzen. Das heißt, wir müssen uns Grassamen kaufen. Ich denke mal, was mache ich jetzt zuerst? Oh, wir haben sogar ein goldenes Ei. Gar nicht so schlecht. Und noch ein goldenes, weißes Ei. So, ich sammle hier noch ein bisschen Proviant, weil morgens soll es dann wieder in die Mine gehen. Dann haben wir erstmal genug erlebt. Ich überlege gerade, was wir dann upgraden können. Vielleicht grainen wir dann einfach mal die Axt ab. Wenn ich fertig bin mit der Mine, weil wir haben dann genug Geld. Ach nee, haben wir nicht. Wenn ich jetzt noch mal was einkaufen gehe, haben wir nicht genug. Die Angel kann man ja leider auch nicht upgraden. Gucken, was wir rausholen. Ich hab doch gedrückt. Also ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt. War wahrscheinlich eh nur eine Seealge. Ich brauche keine Algen. Ja, komm. Geht doch. Gucken. Es wird auf jeden Fall kein Hecht sein. Das war zu leicht für ein Hecht. Ein Gotteslachs. Wir haben Gotteslachs. Perfekt. Ups. Ich glaube, den können wir sogar spenden. Kann ich hier eigentlich schon eine Reuse bauen? Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass wir das hier noch nicht freigespielt haben? Ich würde ganz gerne irgendwie mal so ein paar Hummer und Krebse und sowas rausfischen. Noch ein Gotteslachs. Kann ja mal gucken, hier nach einer Reuse. Haben wir hier schon eine Reuse? Nee, haben wir nicht. Was ist das? Da kann ich gar nicht. Doch, Lagerfeuer. Was brauchen wir eigentlich das Lagerfeuer? Bietet eine mäßige Menge Licht. Wow. Der Kohlebrennofen ist irgendwie auch voll für den Arsch, oder? Also den brauchen wir eigentlich gar nicht. Total ohne Sinn. So, wir wollten Gras kaufen. Bevor ich schon wieder vergesse, ey. Ich renne schon wieder blind durch die Gegend. So, gib mir mal ein bisschen Gras für meine Hühnchens. Einzige Problem ist, das Gras ist doch viel teurer als das andere, was ich mir so kaufen würde, oder? Weil so kostet es 50 und so kostet ein so ein Büschel 100, das heißt das Doppelte. So, wenn ich das jetzt aber pflanze, was hat das dann für einen Sinn? Das soll sich ja eigentlich vermehren, aber wie lange dauert es, um dass es sich vermehrt? Ich sag mal so, wenn wir viel Gras haben, dann fressen die Hühner ja wenig raus, ne? Vielleicht vermehrt es sich dann immer mehr, als es dann eigentlich verbraucht wird. Vielleicht ist das der Sinn dahinter? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. So, ihr artigen Hühner. Überraschung. Hier habt ihr noch ein bisschen mehr. Krass. Reicht fürs Erste. Es wäre halt schön, wenn dieses Gras sich hier ausbreiten würde nach dahin. Aber man sieht ja, ne, es breitet sich ja übelst langsam erst aus. Na gut. So. Futter. Hierin.
So. Jetzt gehen wir nochmal zu den Waldgeistern. Das habe ich halt, glaube ich, schon das dritte Mal gesagt. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Und dann beende ich hier an der Stelle den Tag. Den Part, weiß ich gar nicht. Ja, doch, ich glaube, den Part beende ich dann hier auch. Und im nächsten Part holen wir uns dann Zeug. In der Mine. Haben wir jetzt noch was? Kann man ja auch noch mitnehmen. Eigentlich müsste ich doch jetzt doppelt bekommen. Ich habe da jetzt eine Edelbeke aufgenommen. Ich habe gesammelt. Demnach müsste ich doch eigentlich jetzt zwei Stück rausbekommen. Irgendwie haut das nicht so richtig hin. Mit dem Sammeln. So, zeig mal her hier. Flussfische. Hier, komm. Kriegst du den dollen Gotteslachs, Mensch. Die ist doch eine tolle Sache, du. Und hier haben wir die Weizen. Haben wir das auch schon. Sehr schön. Den Rest können wir als Proviant nutzen in der Mine. Willkommen bei Piers. Hi. Ich kaufe mir jetzt doch noch Zeug. So. Was soll der Geiz, ne? Ich bin doch Millionär, Mensch. Mehr oder weniger. Ja, mal gucken. Wann wir richtig viel Asche bekommen. Irgendwie brauchen wir mehr Geld. Aber womit mache ich mehr Geld? Mayonnaise und so war ja schon immer so ein Knaller, aber... Wie wäre es denn, wenn ich einfach noch mehr Hühner baue? Dann bräuchte ich noch einen Stall. So. Erfreut euch, Hühner. Ja, dann bräuchte ich eigentlich noch einen Stall. Hier gibt es noch mehr Hühner. Good night. Halt, nein. Nicht gute Nacht. Ich habe hier noch eine Blume. Die muss ich noch verkaufen. Und mein Fischi kommt noch in die Truhe. So. Wird jetzt nicht so viel sein, was wir jetzt hier an Gewinnen erzielen, aber ey, mein Gott, so ist das Leben, ne? So ist das Leben. Na denn, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gucken noch. Ja, viel ist das nicht, was wir bekommen. Na, schade. Bis dann. Tschüss.